Dirk Nockemann, Spitzenkandidat der AfD. Knapp drin ist momentan der Stand. Sie hatten sich aber deutlich mehr erhofft. Warum haben Sie in Hamburg dennoch so viel Gegenwind, mehr als erwartet? Also knapp drin ist der in diesem Fall ein großer Erfolg, weil wir uns in Kampagnen des gesamten politischen Establishments dieser Stadt Hamburg ausgesetzt gesehen haben. Wir haben in den Umfragen zuvor immer bei 7-8% gelegen. Und in den letzten Tagen hat es hier ganz unselige rhetorische Überspitzungen seitens der anderen Parteien gegenüber der AfD gegeben. Wir sind sozusagen in die Nähe eines irrsinnigen Attentäters gerückt worden, dem wir angeblich durch unsere Formulierung Munition geliefert hätten. Etwas so Wirres, etwas so Verdrehtes und Schändliches uns gegenüber habe ich eigentlich in noch gar keinem Wahlkampf wahrgenommen, auch nicht in den östlichen Bundesländern. Und wir können nicht ausschließen, dass uns das um 1-2% nach unten gedrückt hat. Wobei wir jetzt nach den Wahlen bitte alle rhetorisch ein bisschen abrüsten sollten. Das betrifft auch die Stellungnahmen der Grünen, der SPD gegen die AfD in Hamburg.